Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warum steht der Zug hier rum und fährt nicht weiter? Was ist denn hier los? Halt, stopp. So, schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid zur 89. Folge. Wieso kann der denn jetzt hier nicht? Wer könnte hier möglicherweise reservieren? Lass mal kurz überlegen. Wir haben Fahrtsignal, das heißt, der hat schon mal den Fahrt nach vorne reserviert. In diesem Block hier steht kein Zug drin, oder? Wir müssten hier erstmal die Signale wieder neu bauen, die wir abgerissen haben. Das wäre vielleicht eine ganz clevere Idee. Weil sonst wartet der so lange, bis der da hinten durchfahren kann. Also natürlich nicht. Also hier ein Signal. Und dann vielleicht in der Mitte nochmal auflösen. Gut. Das wird auch schon unser Problem gewesen sein. Ansonsten ist das alles sehr hässlich hier. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen würde ich sagen, was ist das denn hier für ein Gleis? Wer hat denn diesen Quatsch gebaut? Oh Mann, ey. Also irgendwer spielt hier noch dieses Spiel und hat keine Ahnung, baut Quatsch. Keine Ahnung, natürlich. So. Und wir müssen leider nochmal wieder pausieren, weil das Spiel sich wieder überlegt hat, irgendwie Drama Queen spielen zu wollen. So, und dann packen wir hier mal diese Dächer hin. Und hier können wir ja ruhig mal modernisieren. Das wurde sich übrigens auch in den Kommentaren gewünscht. Und die lese ich ja wie immer alle. So, ja, sie sind nicht verbunden. Ist möglicherweise. Der Grund ist möglicherweise, dass hier nur alles Gleis liegt oder so. Beziehungsweise, das ist hier nicht Bahnhofsbestandteil, eventuell. Ja. Ich ahne was. Nein. Konnten wir den Bahnhof nicht verlängern, weil das hier noch da drin steckte? Nee, ne? Das hätte mir aber gerade noch gefehlt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Bahnhof mal wunderschön modernisiert. Huch. Ist ja auch schon mal was. Bringt zwar überhaupt nichts, aber sieht auf jeden Fall schöner aus. Und ermöglicht den 500 Leuten, die hier rumstehen, ihren Zug schneller zu erreichen. Wir brauchen auch hier wieder ein Bahnhofsgebäude eigentlich dran, ne? Ja, das ist natürlich so geht es.
So vielleicht. So richtig Riesenbahnhof geworden mittlerweile, ne? So. Fernverkehr Alpha Braunschweig, Hauptbahnhof. Irgendwelche Züge haben wieder Probleme. Das ist wahrscheinlich wieder nur einmal drehen müssen, weil wir einen Bahnhof rumgebaut haben. Genau. Also das größte Problem hier ist wirklich immer noch die Fernverkehrslinie. Und auch da hätte ich möglicherweise doch noch eine Idee. Also wir müssen mal schauen, ob hier jetzt wirklich immer die Züge hier mit Vorrang durchfahren könnten. Das können wir nur rausfinden, indem wir hier ein Signal setzen, wo ein Zug möglicherweise dann hinfährt, aber warten muss. Weil wir über 104 Sekunden sind bei der Linie, ne? Das ist natürlich auch schon Wahnsinn. Weil, dann hätte ich nämlich überlegt. Ja, das wird wahrscheinlich zu knapp hier. Durchfahren, das was wir hier dreigleisig haben, geht auch nicht. Aber sowas mag ich halt nicht, ne? Wenn wir das irgendwie anders hinkriegen, würde ich das jetzt mal eben kurz gerne versuchen. Deswegen lassen wir mal kurz den Zug durchfahren. Und Pause. Gut. So, folgendes. Wir gehen von hier. Zu dem äußeren Teil der Brücke. So in etwa. Denn hier? So. Passt. Und mit den Gleisen, jenen welchen, ihr wisst ja eh schon, was ich vorhabe. Oh, heute Abend ist noch Livestream, ich sollte meine Stimme schonen. Ja, geht nicht. Es geht immer in eine Richtung, geht es einfacher, ne? Erinnert euch. Wenn man erst das drunter baut und dann drüber, also in eine Richtung geht es einfacher. Kriegen wir den noch tiefer, wenn wir hier nicht anschließen, sondern einfach nur runtergehen? Natürlich kriegen wir den tiefer. Jetzt haben wir nämlich genau das gleiche Problem auf der anderen Seite hier, ne? Pass auf, da machen wir mal.
hier so schnell es geht, so steil wie möglich runter. Jetzt haben wir natürlich schon in vielen Folgen jetzt hier so ein bisschen Bahnhofsum an Wegbausachen gemacht, aber mir macht das irgendwie Spaß. Jetzt soll den nur noch irgendwie da drüber bekommen. Höher. Höher. Ja, ich glaube, das Innengleis ist schwieriger, ne? Was näher dran ist. Es ist. Ja, so ging es natürlich auch, aber ich glaube, das würde euch nicht so zusagen. Ich würde sagen, es gehört wieder zur Kategorie nicht schön, aber selten. Aber erfüllt seinen Zweck. Genau, das ist die Linie verbinden, das habe ich ganz vergessen. Bis hierhin ungefähr. So. Ja, fehlt nur, dass wir es ein bisschen hübsch machen. So. Und ein bisschen kaschieren. So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche heute nicht mehr. Was ist da denn los? Oh. Nur schon besser. Ach, da ist noch was. Ja, also Wasserlinienhöhe ist immer ein bisschen schwierig, ne?
Ja, und ob wir das noch irgendwie anders hinkriegen, ich weiß es nicht. Aber wir gucken uns erstmal hier unsere wunderschönen, neu entstandenen Zug-Ein- und Ausfahrten an. Hier mit Brücke sogar. Und Waldeingang. Viel Spaß mit den Bahnimpressionen.